Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir versucht, den Herzlosen ein Herz zu geben. Mal schauen, ob das Experiment diesmal klappt. Sprechen wir doch mal mit Sally. Mir ist nicht wohl dabei. Hoffentlich überlegt Jack sich das nochmal. Ich bin glücklich, wenn er glücklich ist, aber ich mache mir Sorgen wegen ihm. Ich bin besorgt um ihn. Warum? Weil ich bin es einfach. So, mit Sarah können wir nicht interagieren. Dann gehen wir doch zurück. We do. Gosh, you really are stupid. Isn't it obvious? Tell Oogie Boogie. Okay. So, kurz zum Labor wieder nach hinten laufen. Und die ganzen Zutaten abgeben. Mal schauen, was der Doktor zu sagen hat. Ja, das ist es. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen Überraschung, um das Herz zu vollenden. Der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Jack is really making a heart. I'll be jiggered. That works for me. Ooh, when I get my hands on that... Well, I've got no hands, but I'm still gonna nab that heart and control the heartlet. Okay, es hört sich nicht gut an, was Uwe Bui da zu sagen hat. Mal schauen, wo ist denn der Bürgermeister? Kurz schauen. Waren der nochmal? Hier ist er nicht mehr. Beim Labor war er auch nicht mehr. Vielleicht ist er hier vorne? Ne, hier ist er auch nicht. Sehr merkwürdig. Schauen wir mal, schauen, dass die Herzlosen die spawnen. Ich will doch nur kurz da anläuten und schauen, ob dort der Bürgermeister vielleicht drin ist. So. Okay, ist er auch nicht drin. Wo könnte das sein? Vielleicht hier hinten? Nee, hier sind jetzt auch nur Herzlose. Sehr merkwürdig. Thank you.
So, allerdings steht der Sack. Ah, hier sind wieder diese Fungis. Allerdings diesmal die giftigen Varianten davon. Die sich in Metall verwandeln können. Sehr viele Erfahrungspunkte geben. So, hier war sonst kein Fungi mehr. Allerdings haben wir hier eine Abkürzung. Na, hier hinten. Und dann gehen wir nochmal zum Labor. So. So, jetzt haben wir auch die Überraschung. Ja, das ist es. Und das waren die Gehilfen von Oogie Boogie, die das Herz geschnappt haben. Diese kleinen Halunken haben meine Arbeit gestohlen. Ja, sollten wir mal besser hinterher. So. We lost them. Zero. After them, quick. Okay, scheinbar hat Zero eine Spur zu ihnen gefunden. Tja. Schnell hier noch drüben. Ich weiß gar nicht, kann man da so rüber oder braucht man dafür das 3-Kommando? Na, mal nichts riskieren und die Gegner mal besiegen.
Jetzt habe ich noch mehr gespawnt. Das wollte ich jetzt nicht. So. War klar, dass hier oben auch noch Gegner sind. Noch mehr so fliegende Gegner. Für ein Level Up. Sollten aber alle besiegt sein. Okay. Wie ging das nochmal? Musste man da irgendwas aktivieren? Verdammt. Ganz schnell ein paar Gegner besiegt. So, untersuchen, fest verschlossen. Wie ging das nochmal? So. Hier war das zum Untersuchen. Und hier sind natürlich wieder Gegner. Nein. Muss ja auch so sein. Verdammt. Ich wollte nicht hier unten hin. Weil nachher dann noch mehr Herzlose spawnen. So.
Alle Gegner da. Okay, ich vergiss die Kisten hier einfach mal, wo ich brauche die Items. Hä, ich fast keine Items mehr habe. Es kommen immer mehr Gegner. Ich brauche doch nur die Items in den Kisten. Besiegt? Ja. Mensch, das hat genervt. So, erste Kiste. Okay, das ist nur ein Gummi. Dann da drüben hatten wir auch noch eine Kiste. Muss ja hier runterfallen. Okay, so komme ich da auch nicht hin. Allerdings, da haben wir noch eine Kiste. Ja, ist auch nur ein Gummi. Okay. Gehen wir doch mal weiter. So, gehen wir doch mal weiter. Ich will hier nicht runterfallen. Okay, Kiste öffnen. Haben wir einen Ether. Und dann die Türe untersuchen. Noch eine Kiste. Hier ist auch wieder ein Äther. Schön, wenn ich geschafft habe, rechtzeitig raufspringen. Okay. So, genau. Denn hier müssen wir eigentlich nur rauflaufen. Hier kann man ein paar Abkürzungen nutzen, wenn man es kann. Ja. Allerdings kann man auch runterfallen, wenn man sich ein bisschen verschätzt.
So. Und natürlich müssen wir auch gegen die Kleinen hier kämpfen. Sind schon mal geschlagen. Oder, okay, eine, zwei und der dritte. So. Wir haben nur Befehle ausgeführt. Ubi Boogie hat uns befohlen, das Herz zu stehlen. Daran ist allein Schrecken schuld. Es war seine Idee, Ubi Boogie von dem Herz zu erzählen. Ja, genau. Aber ihr habt doch gesagt, du solltest dich schämen. Tja. So. Ich glaube, ich beende auch den Part an dieser Stelle mal wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Part von Kingdom Hearts. Ciao!